Jo Leute, was geht ab? Fluss wieder am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Runde One vs. One Ranked. Wir steigen schon direkt ein hier in dieses Gameplay, weil ich bin ein bisschen spät dran. Es wurden bis jetzt gebannt Kronos und Sol von seiner Seite und von meiner Seite wurde Freya gebannt. Ja, und ich werde jetzt noch Kali bannen. Wo ist die Gute? Kali, da. Und werde jetzt selber Huyi picken. Mit dem... Ich habe ja... wer mein letztes Gameplay gesehen hat von Sol... Oh. Oh, ein Mirror Match. Das ist böse. Huyi gegen Huyi. Wer mein letztes Sol-Gameplay gesehen hat, der weiß... Okay, er ist auf 1. Ich bin auch auf 1. Von der Mastery. Der weiß, wie bitter das war und ich möchte jetzt nicht nochmal verlieren. Das wäre nicht schön. Das wäre gar nicht schön. Ich starte wieder Pots. Zack. Das war sehr unschön sogar. Was mache ich zuerst auf die 3? Ich glaube, ich mache zuerst die 3 hoch, um einfach schnell zu Lane zu kommen. Oder die 2. Ich mach die 2 hoch. Oder ist er schon? Oder? Habe ich mir jetzt verguckt? Da ist er. Okay. Interessanter Start. Sehr interessanter Start. Ich habe ihn jetzt nicht getroffen mit der 1, das ist natürlich bitter. Er nutzt den Ricochet aber ganz gut. So. Er macht jetzt natürlich den Red Buff. Was natürlich ein Vorteil für ihn ist. Eigentlich hätte ich hingehen müssen und ihn dabei daran hindern können, aber... Ich habe jetzt meine Ulti. So, jetzt muss ich den Red Buff hier machen. Ich denke mal, er ist weggegangen. Oder er kommt jetzt noch hier. Oh Gott, das war nicht so gut. Er wird jetzt definitiv nach hier hinkommen. Gott, ey. Das mit dem Bouncen muss ich auf jeden Fall nochmal üben. Okay, da war er. Ich kann mir jetzt noch keine Boots holen, deswegen... Boah, jetzt schon Seelenfresser fertig gebaut. Das ist natürlich jetzt ein Vorteil gegenüber... Krass. Das hat er gut gespielt. Der spielt Huyi auch nicht zum ersten Mal. So. Weiter geht's. Das wird auf jeden Fall spannend. Er hat natürlich jetzt einen Riesenvorteil, dass er den Seelenfresser fertig hat. Schade, nicht getroffen. Sein Vorteil ist halt, dass er Unmengen an Dings reckt. Ach scheiße, jetzt habe ich nicht mal am Backgehen hindern können. 3604. Zack. Haben beide unseren Ricochet daneben gehauen.
Es bringt für mich gerade nichts hier zu traden, weil er hat seinen Seelenfresser fertig, ich nicht. Ich glaube, ich muss gleich meine Ult ziehen, um das hier zu clearen. Oh, schöner Stunt von ihm. Jetzt muss ich back. Das läuft gerade nicht so gut. Nicht so, wie ich mir das vorstelle. Okay, seine Ult ist auch weg. Zack. Mal schnell eine Mana-Pot holen. Zack. So, er ist jetzt schon Level 8. Ich glaube, er war ja links bei meinem Tech-Ace-Buff, wenn ich das richtig gehört habe. Boah, da kommt er echt weg. Okay, ich konnte ihn wenigstens noch ein bisschen länger am Rückgehen hindern. Das ärgert mich jetzt auch wirklich, dass ich da quasi meinen Buff machen konnte. Und dann auch noch wegkam. Das ist maximal ärgerlich, Freunde. So. Dafür habe ich den Red Buff ergattert. Kann ich mir Seelenfresser schon kaufen? Jo. Ach du Scheiße. Gut. Gut, das ist... Nein! Nicht gut. Sehr spannend. So, weiter geht's. Impact. Er hat die Attack Haste Boots genommen. Kills steht's noch 0-0. Ich würde gerne wissen, wo er hingegangen ist. Einen Blue Buff könnte ich machen, aber ich werde jetzt erst die Wave hier pushen. Da kommt er, der Gute. Ich gehe zu meinem Blue Buff. Aber das hätte ich besser... Das hätte ich besser aimen können. So. Einmal erst die Ulti hoch und dann die 2. Ich habe auch schon oft gesehen, dass man erst die 2 hoch macht und dann die. Oh, schön, habe ich den Stun gekriegt. Oh, der hat einen ganz. Ich wollte gerade sagen, er hat einen ganz alten Vorsprung. Puh. Wow. Okay, er flieht. Jetzt kann ich seinen Tower pushen, aber böse.
Okay. Scheint doch nicht. Ah, ein bisschen geht. Ich hätte hier aber stattdessen eher weggehen sollen. Mana-Regen. So, ich hole mir dann auch als nächstes beliebte Gegenstände hier. Ishaival. Wird mein Tower wahrscheinlich fallen. Wäre ich doch nur weggegangen, Freunde. Hätte wäre wenn. Oh Gott, ey, was ein. Das ist gerade nicht schlau, was ich hier spiele. Das sage ich ganz ehrlich. So. Die Frage ist, was bauen wir als nächstes? Er baut Titan's Bane. Ist das richtig? So, mein Attack Haste Buff müsste jetzt gleich wiederkommen, wenn er ihn nicht gemacht hat. Ah, er hat ihn gemacht. Welche Überraschung. Damage Buff auf hier? Ja, natürlich. Hat er alles mitgenommen. Kennt er nichts, der Gute. Zack. Was ist denn mit dem? Nicht gut, was hier passiert. Don't count me out just yet. Das war knapp. Huhuhuhu. Ich werde jetzt Death bauen. Physische Death. Sometimes defense is the best offense. Genau. Sometimes defense is the best offense. Hört auf Huyi, Freunde. Huyi ist ein schlauer Typ. So, weiter geht's im Text. Jo, der war wieder scheiße, der Springer. Und ich glaube, wenn ich mein Defense-Item fertig habe, werde ich mir auch die Shell holen. Oh, er baut jetzt auch Defense. Hat aber immer noch mehr Items als ich. Wenn er mit der 3 reingeht. Sehe ich auf jeden Fall rausgehen. Oh, ich dachte, ich konnte ihn in meiner Ult stunnen. Das wäre natürlich nett gewesen. Aber... Zack. Das muss ich schnell zurück. Ich weiß nicht, wie viel er da pushen kann. Ah, nicht viel, okay. Ich bin jetzt ihm jetzt definitiv überlegen. Okay, das hätte ich natürlich treffen müssen. Das wäre ganz gut gewesen. Der war gut, der Ricochet. Okay, der war nicht so gut. Oh, krass. Dass ich ihn damit getroffen habe, hätte ich jetzt nicht gedacht. 14 Sekunden ist tot. Da können wir jetzt schön was pushen. Zack.
Zack. Und der Phoenix kriegt auch noch gut was ab. Jetzt heißt es rennen. Renn, Flori, renn. So, ich werde jetzt erstmal die Shell holen. Aktiv. Shield, oh, Shield of the Underworld, das wollte ich mir holen, genau. Und dann das hier. Den Executioner gegen seine, gegen seine Armor. Geil, dass ich gerade das First Blood geholt habe, das hilft mir natürlich sehr. So. Hier ist keiner. Mein Gott, ey. Mit diesen Bouncen, das krieg ich echt nicht hin. Aber wie gesagt, ich bin kein Huyi-Profi. Eher ein Huyi-Anfänger. Level 16. Ich bin jetzt sogar ein Level ahead. Er hat Titan's Bane gebaut, also quasi Tower Push Deluxe. Ich habe mich für Executioner entschieden, weil sie eher im One vs. One Fight. Da macht jetzt auf jeden Fall mehr Schaden als ich. Wow. Very well. Oh. Was hat er denn jetzt gebaut? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. So ein bisschen Live-Regen hier. Wow. Ich kann jetzt auch nicht weggehen, weil er sonst meinen Phoenix zerstört. Da geht er down. Das zweite Mal. 23 Sekunden. Kann ich da was pushen? Kann ich da seinen Phoenix ein bisschen pushen? Die große Frage natürlich. Ja, schon einiges. Okay, ich gehe jetzt hier weg. Den Phoenix konnte ich sehr gut pushen. Ich hole mir jetzt auch Titan's Bane. Falls wenn noch so mal sowas passiert, muss ich gewappnet sein. So, und jetzt hole ich mir noch, was hole ich mir noch? Das hier. Und danach werde ich mir Pots holen. Ich denke, ich werde mir jetzt auch den Red Buff holen. Wenn er nicht weg ist. Schnell weg. Den hat er sich jetzt gegönnt.
Hier, sein Ulti ist schon mal down. Was sehr gut für mich ist. Ich pushe jetzt einfach mal weiter. Er wird sich den Red Buff jetzt wieder gönnen. Gucken, wie schnell er zurück ist. Okay, da ist er schon wieder. Wow, das war gut gemacht von ihm. Ich habe meine Shell auch nicht gezogen, das war mein Problem. Das war so ein bisschen schlecht von mir. Ich hätte mir auch das eigentlich nicht kaufen sollen. Sprint ist nicht so stark gegen ihn. Pots brauche ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viel er da pushen kann. Your middle Phoenix is under attack. Wo geht er hin? Oh, der will den Backdoren. Ich rieche es. Der ist nach links gegangen da, oder? Er kann ihn jetzt auf jeden Fall backdoren. Er könnte. Je nachdem von wo er kommt. Deswegen muss ich jetzt hier stehen bleiben. Und kann quasi gar nichts mehr machen. Außer warten, dass er jetzt wieder angepusht kommt. Komm, Phoenix, erhol dich, mein Junge. Der erholt sich nur für 2 Energie pro Sekunde. Das kommt mir echt sehr wenig vor. Na los, komm ran. Ich warte hier auf dich. Ich weiß, dass du es willst. Ich weiß, dass du meinen Phoenix willst. Also hol ihn dir. Hat sich jetzt Queen Size geholt. Das finde ich eigentlich nicht so ein starkes Item. Okay, hat jetzt hier was, um meine Abklickzeit zu reduzieren. Der Jump ist raus. Jetzt macht er den Phoenix. Ah, das war klar. Ich konnte aber auch nicht stehen bleiben, dann hätte er mich getötet. Das war eigentlich beides scheiße. Es war doof, dass ich einen Trader so krass verloren habe. Jetzt muss ich die Mitte durchpushen. Ach, guck mal, da kommen die Fetten schon. Und ich brauche einen Red Buff. Ich bin Level 20. Ich brauche dringend einen Red Buff. Okay, der ist da. Watch out! So, ab geht's wieder in die Mitte. Sehr, sehr doof, dass mein Phoenix jetzt down ist. Scheiße. Ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht war das. Nein.
Oh Mann, ey. Oh, wie schlecht von mir. Oh Gott, ey. Ich hätte gedacht, komm, schnell zurückporten und dann schnell wieder rein, aber er hat mich da noch gesehen. Oh Mann. Nicht gut, Freunde, das ist gar nicht gut. Ach, scheiße, warte mal. Ich brauche jetzt einen neuen Pott. Komm, 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 schnell wieder. Da ist er, der Gute. Okay, ich bin aber wieder da. Titan hat gut was abgekriegt. Your Titan is under attack. Muss erst die Minions wegmachen. I've got my eye. Tja, GG. Ah, ärgerlich, ey. Aber hat er gut gespielt. Er hat, ich habe ihn zwar erst zweimal gekillt, aber dann hat er mich zweimal gekillt. Hat nicht sein sollen. Wie gesagt, Hui bin ich jetzt nicht so stark. Ja. Das war jetzt mein sechstes Ranked, glaube ich. Nee. Mein sechstes Ranked? Ich muss mal gucken, ich weiß es jetzt gar nicht. Oder siebtes Ranked? Mein achtes Ranked. 4 gewonnen und 4 verloren, kann das sein? 4 gewonnen und 4 verloren, glaube ich, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Muss ich mal gucken, Moment. Liga. Abzeichen. 4 Siege, 4 Niederlagen, ja. Es hat sehr, sehr gut gestartet, aber, tja. Sehr, sehr stark nachgelassen auch. Und ich habe jetzt noch 2 Spiele. Ich bin mal gespannt, wie ich die bestreite. Ich weiß auch nicht, wie weit, in welcher Liga der Gute hier war. Kürzlich gespielt. Schaue ich mir mal an hier. Profil ansehen. Duell. Ah, er ist auch quasi in den Qualifikationsspielen. Oh. Spielt aber sehr viel Hui. Alter Schwede. 3-0, 2-2, 2-2-0. Hab bis jetzt auch alles gewonnen. Gut, ich bin halt eher so, dass ich nicht nur diese OP-Götter spiele, aber jetzt war Hui Hui, war alles ausgeglichen, war auch alles gut, hat trotzdem Spaß gemacht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. 2 Qualifikationsspiele stehen aus und dann bin ich mal gespannt, wo ich lande. Bis dahin, bleibt sauber, ciao, ciao.